Unser Firmensitz-Home Hive haben wir ja am 21.11. mit der Oxalsäure-Dihydrat-Lösung behandelt. Und ich habe euch ja 3 Tage später das Milbenergebnis gezeigt. Da waren wir tatsächlich schon bei einem Totenfall der Varroa-Milben von 407 Milben. Die konnte ich auszählen auf der Windel unter dem Bienenvolk. Und heute sind nochmal 13 Tage vergangen. Das heißt, wir haben noch nicht die gesamte Wirkzeit von 3 Wochen hier jetzt in der Sicht. Ich zeige euch allerdings das Ergebnis nochmal dann ganz genau von Behandlungszeitpunkt 3 Wochen später, dass wir auch wirklich wissen, was komplett runtergeflogen kam. Ich habe die Milben natürlich für euch schon durchgezählt, sonst wäre das Video dann doch sehr lang geworden. Man mag jetzt einen Schock bekommen, denn, schaut euch mal an, und das hört auch einfach nicht auf, ne? Wie gesagt, ich habe die durchgezählt und es sind sagenhafte 869 Milben nochmals innerhalb von 13 Tagen hier aus diesem Bienenvolk rausgeplumpst. Das heißt, wir haben jetzt schon durch die Oxalsäure einen Milbenfall von 869 Milben plus 407. In dem Bienenvolk waren weit über 1000 Milben noch drin und das war ja trotz der ganzen Behandlung. Das ist das Problem von der Reinvasion, dass sich die Bienen leider immer wieder auch nach Behandlung in gewissen Gebieten mit anderen Völkern, die kollabieren, die Varroa-Milben wieder zurückholen. Ich möchte euch hier noch einen kleinen Tipp zeigen, weil ich denke, so eine Windel auszuzählen ist halt doch sehr anstrengend fürs Auge. Ich habe das zwar gelernt in meiner Imkerausbildung in Celle, allerdings hatten wir da auch dann Hilfsmittel und die zeige ich jetzt einfach mal kurz, wie man sowas machen kann. Wir nehmen die Windeln. Dann brauchen wir eigentlich nur eine gerade Linie. Und ziehen uns mit einem CD-Writer einfach Hilfslinien drauf, wie eine Excel-Tabelle. So, und dann könnt ihr die Karos natürlich nochmal aufteilen. Klar kann man es natürlich viel schöner machen, bitte, aber ist jetzt nur zum Zeigen und meinetwegen kann man es dann noch beschriften und dann habt ihr halt die Möglichkeit, wirklich jedes Karo mit Milben einzeln auszuzählen. Das ist für unser Auge zum Erkennen der Milben wesentlich angenehmer und man kommt auch nicht so schnell durcheinander bei dem ganzen Haufen der Milben. So, wir gehen gerade wieder zum Volk zurück, denn mir ist jetzt nochmal wichtig, euch zu zeigen, wie das Bienenvolk auch jetzt von innen gerade aussieht. Wir machen die Windel gerade noch mal rein, dann zeige ich euch gleich noch mal den nächsten Trick. Also erstmal hier die Klappe öffnen. So, ich muss mal kurz die Kamera weglegen, weil ich habe jetzt die Kopfirritation nicht dabei. Wobei, ne, geht auch so. Okay. Der Blick über die Hinterklappe ist sehr wertvoll. Und wir sehen hier, wow, also ein geniales Bienenvolk. Die sind immer noch groß genug. Deswegen sagte ich ja auch ganz oft, der Milbenfall, auch wenn er stark ist, heißt jetzt nicht unbedingt, dass eure Bienen daran sterben. Das sind so viele Faktoren noch mitzurechnen. Dieses Bienenvolk hat wohl die Milben einfach sehr gut kompensieren können. Und von daher, die Behandlung war definitiv notwendig, sonst wäre das Bienenvolk im Frühling dann kollabiert, weil die restlichen Varroa-Milben natürlich in die erste Brutphase dann reingehen würden und dann haben wir da ein großes Problem schon im Frühling. Aber die Behandlung hat es jetzt wettgemacht. Das heißt, wenn hier alles gut ging, dann verbleiben hier
noch 50 Milben bzw. bis zu 50 Milben können bei einer erfolgreichen Oxalsäure-Dihydrat-Behandlung noch im Volk bleiben. Die sind dann nicht mehr schädlich, die kann ich im Frühling mit dem ersten Drohnenraben dann ziehen. Hier nochmal der kleine Trick, den ich jetzt aber nicht anwenden möchte, weil wir haben ja gesehen, da drin sind kaum Leichen von Bienen, deswegen will ich jetzt das Gitter hier nicht rausziehen, aber nur mal so zur Probe. Also mein Homehive ist halt so gebaut, dass wenn ihr einen Leichenfall im Winter habt, ihr lediglich hier das Gitter rausziehen müsst. Und dann fallen euch alle Leichen hier unten auf den Bodenschieber. Und von dort aus kann dann der Bodenschieber sonst wohin geschmissen werden, in den Kompost oder einfach in den Garten rein. Ja. Wir gucken uns hier nochmal mit einem kleinen Video dieses Bienenvolk dann in der dritten Woche an. Das ist jetzt in, Moment, das haben wir hier 3 Tage plus 13, 16 Tage. Ja, nochmal 6 Tage obendrauf, dann sind wir hier genau bei 21 Tagen Wirkzeit von der Oxalsäure. Da mache ich noch ein Video und zähle nochmal die Milben für euch aus, dass wir wirklich wissen, was da gefallen ist in der ganzen Wirkzeit. Ja, liebe Bienen, macht's gut. Ihr seht trotz Milben wirklich hervorragend aus.